Wie entsteht in dieser Kultur Identität und warum will der Mystiker sie rausschmeißen? Ihr werdet also aus einem physischen Körper herausgeboren und ab jetzt geht's schief. Also da, ihr seid getrennt und für den Materialisten reicht das. Aus einem physischen Körper herausgeboren sein, dass ihr jetzt angeblich selbstständige Wesen seid, aber energetisch und vor allem von der Gedankenwelt bleibt ihr nochmal in so einer Art Blase. Deshalb fand ich wahrscheinlich unbewusst früher die Figuren von Hieronymus Bosch, die leben ja auch in so Samenkapseln mitunter und kommen da gar nicht so richtig raus, als etwas gruselige Beschreibung, wie ich es jetzt eben versucht habe mit der, wo ich sage, die haben dir einen Bären aufgebunden und du schleppst den immer noch durch die Gegend. Und jetzt gucke ich mal, ob ich dir den abnehmen darf, dass du mal endlich Luft kriegst, weil das bist nicht du. Also die meisten leben eigentlich bis zur Pubertät weiterhin in der Fantasy-Blase ihrer Eltern und auch in der energetischen Blase. Vergleicht euch das, als würdet ihr bei Zigarrenrauchern mit den stinkendsten Zigarrensorten groß werden, jetzt stinkt ihr. Und weil das so früh angefangen hat, dass sie, was weiß ich, schon ab eurer ersten Woche, wie ihr denn zu Hause und geboren angekommen seid, habt ihr immer nur, jedenfalls wenn ihr zu Hause wart, diese stinkende Luft eingeatmet. Und dann wurde dazu immer gesagt, das sind nun mal die Bobards oder die Meyers. Und man war stolz auf den Gestank. Das ist also Identität. Jetzt hätten wahrscheinlich Indianerstämme und andere für die Pubertät so ein Einweihungsritual. Meistens hat das was damit zu tun, in den Wald zu gehen, einsam zu sein, mitunter auch meinetwegen nur subjektiv verursacht, Todesängste durchzumachen und auf einmal seid ihr mit euch alleine. Und da ist jetzt nicht so viel Halt, ihr seid ja alleine. Also die Chakren können sich nicht mehr, hallo Egon, hilf mir oder reiß dich zusammen oder so. Und dadurch geschieht diese Vertikalisierung des Chakrensystems. Das kommt wieder zu so einer Lichterfahrung, zu so einer Durchbruchserfahrung, auf seine eigenen höchsten Ressourcen aus. Und dieser Kurzschluss verbrennt jetzt diesen alten Müll. Dann ist man vielleicht nochmal dankbar. Naja, immerhin haben sie mir das physische Leben geschenkt und mich nicht erschlagen. Oder ja, durch sie habe ich vielleicht eine lustige Hunderasse kennengelernt oder sowas. Aber das sind sehr periphere Sachen und die sind nicht konstitutiv für eure Identität, weil ihr erkennt, wenn ihr jetzt in der Pubertät ein funktionierendes Einweihungsritual hättet, dass ihr Licht seid, also reines Bewusstsein und eigentlich ein strahlendes, weites Herz habt. Die Nordfriesen sagen da, meine Güte, Rühm hart, Chlor Kimming, strahlendes Herz, klare Sicht, klare Weite oder weiter Geist. Das ist eigentlich so eine mystische Zusammenfassung. Und jeder Mensch bringt das auf die Erde mit. Und dann kommt Erziehung und man macht was aus euch. Also die anderen haben eigentlich nur haufenweise Projektionen. Das ist keine Wahrnehmung. Die projizieren ohne Ende aus ihrer Bedürftigkeit, aus ihren Wünschen oder nach dem Motto, du bist der Schwache und Doofe und Unbeholfene und nach dem Motto, als gäbe es im Leben nur eine schwarze Petra-Karte und wenn du es bist, kann ich es ja nicht mehr sein. Also ist ja an sich schon ein Irrtum bei Projektion. Nach dem Motto, wenn du es bist, kann ich nicht. Ja, es kann aber auch drei Doofe geben und alle drei heißen dann Meyers. Aber das ist jetzt eine andere Kiste. Und auch Erwartungen sind auch wieder Projektionen. Es sind Fantasien ohne Ende. Das ist immer das Ding, du bist die Leinwand, aber du bist nicht der Kinofilm, der auf dir abgespielt wird. Und wenn ihr ein bisschen Fortschritte mit den Mystikübungen macht, manchen gebe ich dann eine Übung, dass ich sage, so, jetzt hast du aus der Gegenwart Fremdenergien rausgeschmissen und jetzt geh mal rückwärts deine Geschichte und schmeiß die auch noch raus. Dann gibt es mitunter wieder diese Hilflosigkeit, die ist im Rahmen dieses Seminars schon mal angesprochen worden. Ja, dann bleibt ja nur noch ein schwarzes Loch übrig. Was bin ich denn noch, wenn ich alles rausschmeiße? Ist ja fast alles fremd. Jetzt so die westliche Psychologie würde sagen, ja, dann hör mal auf und behalt doch was und mach dir daraus den Rest. Während der Mystiker sagt, nein, mach weiter. Das, was du hier kriegst, du bist Licht, du hast dich so in deinen Schwingungen runter transformiert auf eine Kultur des Überlebenskampfes,
Es hat so gut wie nichts mit dir zu tun und deine eigentlichen Ressourcen, das mag dramatisch erscheinen, aber ist eigentlich nicht weiter schlimm. Deine eigentlichen Ressourcen konntest du fast nicht hier entfalten. Macht aber nichts, du kannst jederzeit damit starten. Also, das ist nicht wie zurückgebombt werden, sondern dein eigentliches Leben beginnt dann erst. Und wenn du das jetzt nicht machen wirst in diesem Leben, dann wirst du es erst im Sterben. Und das meint immer dieses Tod des Ego oder stirb, bevor du stirbst, damit du nicht verdirbst. Wenn du stirbst, deine eigentliche Identität ist das, wenn ihr jetzt Angst kriegt, Sabine nimmt euch jetzt auch noch das weg, wollte ich euch auch rausführen aus Geschichten erzählen und projizieren, fantasieren, Pläne entwickeln, Utopien entwickeln, dass ihr mal merkt, dass diesen ganzen Krempel braucht ihr gar nicht. An Konzepten, sondern stellt einfach Fragen und die Antworten kommen aus der Wahrnehmung. Also sind die Anfänge von dem, was scheinbar übersinnlich als Hellsehen gilt. Hellsehen ist einfach nur aufhören zu träumen, zu projizieren, zu grübeln. Hellsehen kann jedes Kind, kann jedes Tier. Jedes Tier kann Telepathie, kann euch Energien senden, kann euch Wünsche senden, bis dass ihr zum Dosenöffner eurer Katze werdet. Kinder können das noch, bis sie denn scheinbar gebildet werden. Aber Bildung heißt Anpassung an eine Kultur des Überlebenskampfes und der Konkurrenz und des Wettbewerbes und der Illusion, ein Ich müsse erst konstituiert werden und all das Zeug. Das setzt nämlich voraus, ich bin noch nicht. Während wir hier sozusagen Mystik ist eine radikalisierte, ressourcenorientierte Therapie. Ich muss nicht nach Ressourcen suchen, sondern im Einzelnen und spezifisch, das ist natürlich auch noch schön, wenn man die auch noch entdeckt, sondern die Hauptressource ist schon da, nämlich deine wahre Identität. Und Mystik gibt dem Einzelnen dann nur Übungen, dass er sich damit verbindet und sowas wie Einheitserfahrungen macht und diese nachgewiesen bisschen Sucht heilen, Trauma heilend und schleudern Menschen in einen anderen Wertbereich. Also das ist immer so mein ambivalentes Verhältnis zu westlicher Psychologie. Die hat vieles erkannt und da gibt es tolle Schulen, aber wir radikalisieren hier alles, damit ihr schneller vorankommt. Deshalb müsst ihr nicht traurig sein, wenn ich euch zu viel wegnehme. Im Normalfall landet ihr sonst wo, aber hier landet ihr auf eurem möglichst eigenen Fundament, wie auf einem schönen weichen Trampolin.